Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, wir sind auf dem Weg hier zu unserem nächsten Auftrag von der Umweltbeauftragten, in dem Fall mal wieder. Wir haben ja bisher für die, glaube ich, nur... Das ist eine Straßendecke. Lass mich überlegen. Einen Auftrag gemacht? Ja, ne? No. Und letzte Folge haben wir diesen großen Bahnhof gebaut für die Bürgermeisterin. Deshalb dachte ich, machen wir endlich mal diesen Auftrag hier. Wir haben ja schon die große Autobahnbrücke hier auch in der Nähe gebaut. Die hier irgendwo auch, nee, nicht in der Nähe. Ach egal, ich laber noch auf den Mist. Wir gehen einfach mal in den Auftrag rein. Die Straße ist ja kommend im Eimer, als ob die irgendwie explodiert wäre. Es wäre da irgendwie ein Komet drauf geschossen. Ne? Es scheint, als ob vielen Menschen das Wohl der Umwelt immer weniger am Herzen liegt. Die Jungs von der Deponie haben angerufen und gemeldet, dass die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die ihren Müll dort regelmäßig entsorgen, massiv zurückgegangen ist. Der Grund dafür sind Straßenschäden an der Zufahrt. Die Zufahrt zum Wertstoffhof muss dringend neu gemacht werden, damit die Leute ihren Müll wieder richtig entsorgen können. Es klingt vielleicht banal, aber die richtige Mülltrennung ist ein wichtiger Bestandteil sauberer Städte. Bitte hilf uns! Das ist mehr wie irgend so ein... Ich wollte gerade sagen, wie irgend so ein Spielcharakter, der irgendeine Quest hat, aber... es ist ja auch... Sie hat eine Quest für uns. Aber aufräumen, Alter. Okay, dann müssen wir diese verbogene Straße hier, wer auch immer die... das hier gemacht hat... Doch, schön, mach mal ihr Bauteil aufrichten. Hier braucht man einen Kran. Ja. Die kann man nicht tragen. Ich habe eine Idee. Holst du einen? Ich würde keinen Kran nehmen, ich würde einen Bagger nehmen. Das ist, glaube ich, einfacher. Jetzt so eine kleine Strecke. Was heißt davon, wenn wir mal einen Bagger mit einem Auflieger transportieren? Bin ich wahnsinnig, oder? Mach das. Haben wir einen Fahrzeugauflieger? Ja, der grüne. Stimmt. Zack. Zack. Und nimm großen Bagger. Achso, du hast schon Kran. Wow. Brauchen wir den Bagger noch irgendwo? Können trotzdem holen. Kiesverdichtung, Straßenreparatur, Straßensanierung. Oder wir holen dann hier sowas wie Asphaltraupe oder irgendwas dann noch. Ja, dann machen wir das damit dann, ja. So, damit die Leute weiter noch hier, die drei, die noch hierher kommen, damit die auch weiter ihr Zeug wegschaffen können, tun wir natürlich hier den abgesperrten Bereich der Straße nutzen. Das kleine Stück, was ganz ist, das lassen wir auch. Stellen wir uns natürlich nicht drauf. Sonst kommt ja niemand mehr hier zum Wertstoffhof, ne? Jo. Aber ich find's gut, dass hier irgendwer einen Einkaufswagen weggeschmissen hat. Da schreien ein paar Katzen. Oder Kreissägen. Nee, warte, was wollte ich machen? Schwarzdeckenfertiger. Genau. Schwarzdeckenfertiger und Asphaltwalze. Ja, genau. Und den Schwarzdeckenfertiger kannst du zur Späher transportieren. Einsteigen. So. So, angekuppelt. Und dann fahre ich das Ding mal hier in Position. So. Und jetzt Rampen ausfahren. Ankuppeln. Rampen ausfahren. Sichern, lösen. Ah ja, okay. B. Und dann fahre ich zuerst das Ding hier mal drauf. Muss ich noch die Steuerung einstellen fürs Lenkrad? Auch schön, dass ich meine Kranarbeiten hier unmittelbar über Hochspannungsleitungen mache. Oh, sehr gut. Ich muss die alten Asphaltstücke hier unter einer Hochspannungsleitung absetzen.
Das ist arbeitssicherheitstechnisch völlig unbedenklich. Ja, also ich sehe da kein Problem drin. Dass ich da mit meinem Kranhaken jetzt nicht um diese Kabel herumwedle. Und vielleicht mal eins runterreiße aus Versehen. Ja, passiert schon nichts. Gibt's halt vielleicht mal ein Blackout, haben wir wieder Folgeaufträge, das ist... Ein bisschen Schwund ist immer dabei, Tobi. Ja. Okay, also merken wir... Folgeaufträge generieren hätten wir nichts zu tun. Mit dem Schwarzdeckenfertiger muss man rückwärts drauf. Auf den... Lader. Sind das? Gibt es hier irgendeine Taste, die ganze Zeit gedrückt ist und deswegen schaltet es die ganze Zeit die Funktion an und aus? Was soll denn das? Denkt ihr, da passen zwei Walzen drauf? Ja, da passen locker zwei Walzen drauf. Überprüfe die Ladefläche. Fahrzeug kann nicht befestigt werden. Keine passende Funktion. Position. Och Mann. Was machst du da hin? Kriegst du es noch immer hin? Das Aufladen oder? Ich probier's. Jetzt habe ich hier gleich die Straße alleine fertig gemacht. Die Zuschauer haben nichts gesehen, ja. Ja. Willst du mir jetzt erzählen, ich kann hier nur eine Baumaschine drauf machen oder was? Das muss ich ja gleich noch aufnehmen, damit die Leute was sehen von dem Auftrag. Ich hole jetzt wirklich mal den Motor gerade. Hake ich das halt einfach so drauf. Ah. Jetzt wird die gesichert. Ah. Jetzt kann ich losfahren. Okay, also man kann nicht zwei Walzen nebeneinander stellen. Schade. Und dann fahre ich jetzt einmal dorthin. Genau. Was geil, ich bin auf dem Weg. Sorge dich nicht. Ja, okay, der Motor gerade kommt hier nicht ansatzweise lang. Es kommt überfordert, der Lager. Ich hoffe, ich verliere nichts dabei. Auf der Fahrt. Und ich bin da! Ja! Und ich habe nichts geleistet. Bin ich gut oder was? Ja. Also, dass der Schwarzdeckenfertiger jetzt da ist. Ja, und die Walze. Das war so nicht genügend Kies. Er braucht wahrscheinlich sowieso zuerst die Kaltfräse dann, ne? Naja. Ich stelle das erstmal hier ab und helfe dir. Wenn dir zu helfen ist. Unser Immobil gerade ist solche alt. Wo noch? An der Seite. Ah, besser.
stehst noch im Bereich. Hier fährst du bitte nicht kreuz und quer, wenn das möglich ist. Dieser Fall ist auch noch in der Bahn. Nee. Such dir bitte eine Seite aus. Dann sehe ich das nicht sogar fertig. Den kriegen wir hoch. Nee. Deshalb. Sehr gut. Asphalt. Guck mal, brauchen wir doch keine Kaltfräse. Hab ich mich geirrt. Willst du... Nee, wir müssen erstmal abladen, ne? Ja. Und ich kann auch mit der Asphaltwalze hinterherfahren. Naja, das bringt aber nichts. Das hatten wir schon mal ausprobiert. Du musst erst komplett asphaltieren und dann... Asphalt auftragen und Asphalt verdichten, aber jetzt parallel aufträgt. Ich weiß. Wir können es gerne nochmal ausprobieren, aber... Ich muss ja mal lösen. Baumaschinen. Hä? Bei mir ist der Asphalt verschwunden. Bei mir auch. Sehr gut. Aber wir müssen ja nur wieder das freiräumen. Tieflader ist im Weg und der Schwarzdeckenfertiger ist im Weg. Na, jetzt ist er wieder da, der Asphalt. Sehr gut. Also auf der anderen Seite noch den Asphalt wegmachen. So viel zum alles eingeräumt. Bei mir hat ja auch schon Risse drin, den wir gerade frisch gemacht haben, den Asphalt hier. Also wirklich. Warte mal, dann ist die wir gerade gebaut haben, die machen wir jetzt nochmal neu. Sehr gut. Weil da schon wieder Risse drin. Oh, die andere Hälfte von der Sobotstraße eigentlich noch gut aussieht, ja auch wegmachen müssen. Ah, willst du die Reste von dem Teerzeug, willst du die mit auffangen? Ja. Ja, dann hole ich mir mal den ab. Den Mulden Kipper. Bei mir sieht die gar nicht so kaputt aus. Ich weiß, das Ding habe ich ja gesagt. Warum soll der zweite Teil eigentlich weggefräst und neu gemacht werden? Also ich hätte startet einfach nur, dass du die Hälfte der Straße neu gemacht, die komplett im Eimer war. Aber die andere Hälfte, die geht ja noch super. Man weiß es nicht. Vielleicht irgendwelche Regelungen für, dass wenn man eine Seite macht, dass die andere auch gemacht werden muss oder so, dass man nicht nur eine Seite machen darf. Oder die Stadt ist reicher, als sie angibt. Ja. Ich muss dann das Rohr noch ein bisschen schwenken, weil das zielt ein bisschen sehr weit. Ach so, ja. Ein bisschen nach vorne, würde ich sagen. Dass ich unter dem weißen Kreis fahren kann. Okay. Dann wird losgefräst. Vorwärts fahre ich mit so... Bier? Ja, Bier. Bisschen schwer zu regulieren bin ich gerade. Wir haben hier auf 6 km/h mal hoch. Du machst das super.
sondern sie wenden und dann tun sie ihr Rohr einfach neu ausrichten. Und wenn du hier hinter nicht mehr kommst, dann wechsel ich auf die andere Seite von dem Bauzaun. Oder von der Absperrung. Fahren dann auf dem abgefressenen Teil. Ja. Das klingt nach einer super Idee. Oh, sollte noch gehen. Warte mal, hier starte ich. Oh Gott, falsch eingeschlagen. Passiert. So. Ach so, ja gut, das wird natürlich nicht abgeschlossen, weil wir Asphalt auftragen müssen als nächstes. Macht Sinn. Aber Asphalt fräsen dann trotzdem nur 99%. Ja, bei mir sind 100. Die kleinen Reste sind auch verschwunden, also daher. Dann Desync. Dann fahre ich jetzt hier einfach nochmal YOLO nochmal durch. Dann geht in Alster und du gehst wieder in... Oder wollen wir wechseln? Ja, okay, dann mache ich diesmal die Decke. Oh, ich habe Errungenschaft. Wieso Stiefel sind zum Laufen gedacht? 6 von 10. Bin mal wieder weit gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da bin. Jetzt hat Asphalt fräsen und Asphalt auftragen, wenn wir 100% bekommen. Asphalt auftragen ist bei mir 99. In der Mitte ist noch eine Bubbel und hier ist noch eine Stelle, die verdichtet ist. Aber es ist hier am linken Rand, ganz am Anfang, da ist bei mir auch noch kein Asphalt. Nee, hier am Rand ist auch noch was, ja. So, dass jemand von nicht assortiert hatte. Ich weiß nicht, kannst du dir mal die Folge angucken, wie das bei mir hier aussieht? Jetzt weiß ich, an was mich das immer so erinnert. Die Struktur von dem Asphalt, die erinnert mich ein bisschen an Leder. Weißt du, was ich meine? So schwarzes Leder? Ja. Wenn ich so meinen Ledergürtel anschaue, dann sieht er ähnlich aus, das ist richtig. Bei mir steht überall 100% jetzt da. Du hast noch nicht. Die Spawn ist auch kein blauen Rahmen. Bei mir ist 199 und 97. Cool, bei mir ist 100, 100, 100. Hast du gesehen, wie ich gerade eingeknickt bin, so kurz? Nee. Bei mir ist die Straße auch fertig asphaltiert. Also überall ist fertig, es ist überall verdichtet und was. Ah, jetzt. Fahre ich dann noch kurz runter von und dann haben wir das auch sehr schön. Jo, denn so fertig. Der Auftrag ging ein bisschen schneller, würde ich sagen. Ja, 40 Minuten hätte ich dir am Anfang geholfen, noch weniger. Ja, let's go. Die illegale Entsorgung von Abfällen in der Natur ist deutlich zurückgegangen. Gute Arbeit. Erst die fachgerechte Entsorgung ermöglicht es doch überhaupt, kaputte Sachen zu recyceln. Ich hoffe, die Bewohnerinnen und Bewohner verstehen eines Tages, dass Müll nicht einfach verschwindet. Dank dir ist die Stadt wieder ein klein wenig sauberer geworden. Und ich bin mir sicher, dass es nicht unbemerkt bleibt. Was mit mir? Warum wird mir nicht gedankt, sondern nur Tobi? Image plus Punkte. Redet er mit jedem individuell? Naja. Die Zuschauer interessieren nur dir in Richtung von dir, Tobi. Ja, aber dir wird ja auch angeboten, den Dialog mitzuhören, also daher. Genau. Was gibt es eigentlich als nächsten Auftrag noch bei der erneuerbare Energien hier? Biogasanlage, hier stinkt's zum Himmel. Und Windkraftanlage, oh. Oh. Eine Windkraftanlage bauen, das würde mich schon interessieren. Mhm.
Die klingt Vier interessant. aufträgliche Biogasanlage. Also es wäre so eine Biogasanlage, das wäre eigentlich nochmal ein Projekt so für die nächste Folge, dann könnte man gucken. Sonst was bisschen Denkmal bauen. Das wäre halt immer was Kleineres, das können wir auch mal machen. Das ist ein Wobei dann würde ich. Denkmalpark-Gedöns, irgendwas. Dann würde ich fast sagen, wir bauen entweder die Raststätte, wer rastet, der rostet. Oder die Biogasanlage und die Folge 17, dann wird dann dieses Denkmal zum Beispiel. Das ist halt wieder was Kleineres sozusagen. Dass wir es ein bisschen abwechselnd haben, wir bauen irgendwas Kleines, hier mal eine Straße, irgendein Denkmal oder so und halt ein Gebäude. Genau. Ah, das ist dann dieses Finale hier, die Burgfestspiele, wenn man die alle abgeschlossen hat. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich dann, ne? Tschüss. Tschüss.